Schau mal, das ist ein Rirr. Rirr wie Reichtum. Und Ruhm. Hier mit dem Messer, Ritzbald. Einer, der lesen und schreiben kann, würde dem Dorf nicht schaden. Wir brauchen einen, der das Dach flickt. Der eine Hake schwingen kann, der... Ja! Ah! Warum straft Gott mich mit einem Taugenichts? Andere Bauern haben tüchtige Söhne. Ein Bote des Königs! Seine Majestät König Konrad befiehlt allen Untertanen, die Ernte einzubringen. Was? Ein Unwetter zieht auf. Das Korn braucht noch ein paar Tage zum Reifen. Die sollten wir ihm auch geben. Der König hat sich noch nie geirrt. Wir sollten dankbar sein. Sei still! Aber er... Ruhig! So redet nur ein unverständiger Bauer. Aber wenn ihr unbedingt Hunger leiden wollt, bitte sehr. Komm, bevor es zu spät ist. Komm. Wenn wir weniger Abgaben zahlen müssen, bräuchten wir auch keine königliche Wettervorhersage. Und wir müssten keinen Hunger leiden. Ich kann nicht mehr, ich platze gleich. Dann machen wir jetzt deine Augen zu. Meine Augen? Okay. Konrad, was ist es denn? Augen auf. Ein Rubin. Oh, der ist wunderschön. Zeig mal. Der Stein des Lebens und der Liebe. Nur das Beste für meine Königin. Danke, Konrad. Und was ist mit mir, Vater? Wonach riecht das denn, mein Kind? Ach, Morgenland. Datteln und Konfekt. Oh, da werde ich doch schwach. Die sind deine Sünde wert. Na, das sind meine. Nur eine. Psch. Diese Stimmen. Was für Stimmen, Vater? Dem Thronjubiläum steht nichts mehr im Weg. Und was ist mit dem Unwetter? Wir werden morgen zum Fest ein wunderschönes Wetter haben, das verspreche ich dir, mein Kind. Dein Vater weiß eben alles. Tut er das? Ja. Beeilt euch, es wird Zeit. Du wirst mit deiner Schönheit unsere Gäste verzaubern, liebste Beatrix. Danke, Konrad. Ein wundervoller Stein. So ein Ring würde mir auch gut stehen. Meine liebe Leonore, in deinem Alter genügte mir ein einziger Blick, um einen Gemahl zu finden. Den sie noch lange nicht braucht. Findest du? Genieß erst mal dein Leben. Aber... Genug. Es ist soweit. Wie lange dienst du unserer Familie schon, Heinrich? Über 60 Jahre, Eure Majestät. Und jetzt geht's nicht mehr? Nein. Ja. Thank you.
gerade mal die Hälfte des Korns haben wir ernten können. Ohne den Boten des Königs hätten wir die gesamte Ernte verloren. Tja, dann ist ja alles bestens. Esst, solange wir noch was haben. Das Loch, das ich geflickt habe, das war da hinten bei der Ziege. Dieses muss neu sein. Ja. Ich kann es dir nicht recht machen, oder? Du, was dein Vater tut. Und was schon dein Großvater und dein Urgroßvater getan haben. Dann wurde uns das hingebracht. Wir hungern. Wenn das alles sein soll, dann will ich dieses Leben nicht. Idris. Deiner Schnitzerei glaubst du, kommst du weiter? Alle reichen Leute können lesen und schreiben, ja. Weiter? Sie tragen Kleider ohne Löcher und sie schlafen in richtigen Betten. Sie sind reich, weil sie klug sind. Ich bin ein ehrlicher Bauer und verdiene das Wenige, das ich habe. Wer bist du? Warte, hör auf! Wer bist du? Mach ich bitte! Nicht dein Eigentum. Nein, nein. Ach ja? Dann geh doch. Die Welt liegt dir zu Füßen. Das werde ich auch. Nein, nein. Komm. Fester. Noch fester. Sei nicht so zimperlich. Der Busen braucht Stütze. Bist du noch nicht fertig? Mutter, wir kommen zu spät. Wie sehe ich aus? Gut. Gut? Großartig. Pass doch auf, du dumme Gans. Wo ist meine Schleppe? Warum trägst du dieses Etwas? Ich habe dir extra das veilchenfarbene Kleid kommen lassen. Ich finde sie nicht. Schau in die Truhe. Wolltest du eigentlich nie wissen, was drin ist? Wo drin? In der goldenen Schüssel. Mach dir nicht so viele Gedanken in deinem hübschen Köpfchen, Leonora. Dein Vater hat ein kleines Geheimnis. Na und? Soll er. Komm. Mein Rubin. Er muss irgendwo hier sein. Ist aber nicht. Eure Majestät, ich... Hier ist dein Ring. Hier muss wirklich mal aufgeräumt werden. Na, auch kein Zuhause. Was ist mit deinem Flügel? Ganz ruhig. Da. Komm mal hier. Hier, friss dich erstmal satt. Mach's gut. Zum Thronjubiläum, Eure Majestät. Ich dachte, den hast du dir verdient. Hervorragende Idee.
Das Volk wird euch lieben. Seine Tasche. Majestät? Seine Taschen. Meine Datteln. Dieb, Elender! Das also ist eure Wahl für meinen neuen Leibdiener. Ein Irrtum. Vergebt mir, Eure Majestät. Peitsche hinaus. Zu spät. Verzeiht. Selbst wenn man alle Dichter der Welt für 1000 Jahre in einen Kerker sperrte und ihnen befiehlt, eure Anmut zu besingen, sie fänden keine Worte dafür. Im Kerker dichtete sich eben schlecht, Arnold. Wie immer weise gesprochen. Weise? Ist hier nur einer. Und der sitzt auf dem Thron. Er ist nur ein Ritter. Aber er befiehlt deine Leibwache. Außerdem sieht er gut aus. Wir werden nichts überstürzen. Ihr zukünftiger Gemahl wird irgendwann einmal König sein. Mein Mantel. Herr. Was willst du hier? Was ist hier los? Ein Landstreicher. Vielleicht sogar ein Dieb. Nein, ich hab einen Schlüssel gefunden. Der ist euch runtergefallen. Jetzt komm. Ich hab nichts verbrochen. Was wolltest du mit dem Schlüssel? Du wolltest ihn also nur zurückgeben. Ja, Herr. Majestät. Ja, Majestät.
Warum hast du ihn nicht behalten? Die Kette ist aus Gold. Er gehört euch. Nemo enim potest personam diu ferre. Du kannst lesen? Ich lerne. Es ist Latein. Weißt du, was das bedeutet? Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen. Das ist ein alter Familienspruch. Er soll uns wohl daran erinnern, wer wir wirklich sind. Welche Maske trägst du? Keine. Ich bin Endres, Sohn des Mattes. Ein Bauernsohn. Ja. Mehr im Leben zu wollen, ist keine Schande. Man muss nur wissen, wie man es anstellt. Weißt du es, Endres? Für Pflege und Ausbesserung bist du selbst verantwortlich. Gründlich. Leibdiener des Königs. Wo seid ihr, Prinzessin? Ich finde euch ja doch. Vorhalt! Oh. Ich... Du wirst dem König jederzeit bereitstehen. Du kümmerst dich um seine Garderobe und servierst die Mahlzeiten. Durch diese Tür, durch die nur der Leibdiener und natürlich der König treten dürfen, geht es zu deiner wichtigsten Aufgabe. Kreuze hin, die Lilie strebt, im Mittelblatt ihr Auge sie trägt. Umwunden von des Goldes Wand, ein blauer Stall aus reiner Hand. All diese Pracht umsonst gehegt, der kleinste Stern mich nur bewegt. Kein Schlüssel. Ich dachte nur, weil der König hat doch einen Schlüssel, um... Merke dir diese Verse gut. Jeden Tag nach der Mahlzeit auf ein Zeichen des Königs bringst du sie ihm. Du hast nur Augen für sie, dass sie dir nicht entgleitet. Stell sie vor seine Majestät und zieh dich zurück. Auf der Stelle. Warte, bis der König den Saal verlässt. Räume sie ab. Verschließe sie wieder hier und gehe. Und das war's? Sieh niemals hinein. Niemals. Vergiss das nicht. Warum sollte ich? Ich diene dem König. Die Neugier wohnt in uns allen. Ich für meinen Teil bin froh, diese Bürde nicht mehr tragen zu müssen. Was passiert, wenn man reinschaut? Das Leben ist kostbar, mein Junge. Sehr kostbar. Leb wohl.
Wer bist denn du? Was hat der Stallmeister gesagt? Dass er alles versucht hat. Phönix. Phönix, bitte steh doch auf. Prinzessin, es gibt kein Mittel gegen Koliken. Dieses Pferd stirbt. Es tut es nicht. Es ist nur ein Tier hier noch. Ich mache es kurz und schmerzlos. Und morgen schenke ich euch ein prächtiges neues Pferd. Darf ich mal schauen? Was willst du hier? Verschwinde. Warte. Du kennst dich mit Pferden aus. Naja. Phönix? Du bist ein Schöner, hm? Ja, ganz gut. Unsere Ziege hat auch manchmal Bauchkrämpfe. Eure Ziege? Jetzt reicht's. Auf dem Tier, du Bauerntrottel. Lasst ihn. Versucht es mit Süßholz. Süßholz? Eure Majestät? Königliche Majestät? Es gibt einen Verräter im Reich. Wer ist es diesmal? Graf Ulrich. Der Graf? Er und seine ganze Sippe. Ich kann es selber kaum fassen. Er versteckt einen Silberberg vor mir. Keine Zeugen, keine Abgaben. Ich fürchte, seine Familie will sich nicht nur bereichern. Die planen Größeres. Was habt ihr vor? Bringt ihn mir. Ihn und seinen Sohn. Das werden sie büßen. Niemand hintergeht den König. Niemand. Es wird mir ein Vergnügen sein, Eure Majestät.
Wer ist da? Manieren hast du ja nicht gerade. Hier. Hast du besseren Besuch erwartet? Hoheit. Ich bin hier, um mich bei dir zu bedanken. Es geht ihm schon viel besser. Er steht aufrecht und frisst sogar. Phönix, das Süßhaus hat geholfen. Das freut mich sehr. Danke. Du kannst schreiben. Erstaunlich. Ein Diener, der eigentlich nur eine goldene Schüssel tragen soll. Hast du schon Nein gesehen? Wieso fragt ihr das? Es ist verboten. Schade. Doch, nur ein Diener. Und ich dachte, du bist was Besonderes. Graf Emrich. Was hat das alles zu bedeuten? Was soll dieser Unsinn mit diesem Silberberg? Macht mich los! Ich fürchte, das kann er nicht. Er handelt auf meinen Befehl. In den Thronsaal mit ihm! Halt durch, Vater! Holt ihn euch! Schließt du hier rum? Wer meint flüchtig? Ihr hattet wie immer recht. Ein ganzer Berg voll Silber. Wir hatten keine Ahnung von diesem Silberberg auf unserem Land. Ich schwöre. Natürlich nicht. Dass auch ich hier ende, wie so viele vor mir. Ich hätte es wissen müssen. Was bin ich denn da? Hier ist keiner. Ich diene dem König. Dein König ist ein Ungeheuer. Wir haben nichts verbrochen. Hilf mir! Sieh an, eine eher kurze Flucht. Schätze anzuhäufen, ohne Abgaben darauf zu leisten, ist Betrug. Und den König zu betrügen, ist Hochverrat. Keiner von uns wusste... Haltet ihr mich für so dumm? Ein ganzer Silberberg! Dafür kann man eine Armee kaufen und den König stürzen! Und warum haben wir diesen Silberberg denn nicht längst selbst ausgebeutet? Und warum gibt es nicht einmal einen Trampelpfad zu diesem Silberberg? Sagt ihr es mir? Aber wahrscheinlich höre ich wieder mal nur unverschämte Lügen von euch. Die Wahrheit ist, dass nur ihr von dem Silber wusstet. Woher? Ich werde nachsichtig mit euch sein. Ich nehme euch nicht das Leben. Ich nehme euch nur eure Ländereien. In den Kerker mit ihnen. Gut gemacht, Emrys. Zeit. Mögt ihr etwas Wein? Vielleicht später.
Ein Adler. Ein Adler. Ein wunderschönes Tier. Darf ich? Der Bruder meines Vaters hat sie gezeichnet. Onkel Friedrich. Auf seinen Reisen in ferne Länder. Der Bruder eures Vaters? Ja, sein jüngerer Bruder. Wie viele Tiere er gezeichnet hat. Auch Ratten. Ja, auch Ratten. Er hat alle Tiere gemalt. Und zu jedem hat er eine Geschichte geschrieben. Die weiße Schlange. Vorsicht, sie kann sprechen. Mein Onkel hatte wirklich eine blühende Fantasie. Was ist aus ihm geworden? Ich war noch ein Kind. Eines Tages ist er verschwunden. Keiner weiß, wohin. Der Silberbau kann in den nächsten Tagen beginnen. Sehr gut. Mein König, ich diene euch treu ergeben seit meiner Jugend. Wie er sich für einen Ritter geziemt. Eure Tochter, sie ist kein Kind mehr. Ich bitte euch untertänigst um die Hand eurer Tochter Leonora. Mächtig gemacht, um es an irgendeinen Ritter zu verschleudern. Und jetzt geh mir aus den Augen, damit ich deine Anmaßung vergessen kann. Das Land eures Vaters ist groß. Ja, er ist der König. Was wisst ihr über euren Vater? Er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Was soll das? Er kann mehr. Was meinst du? Was weißt du über meinen Vater? Sag schon. Euer Vater kann auch sehr, sehr gut mit Tieren umgehen. Das ist nun wirklich kein Geheimnis. Es liegt in der Familie. Hoheit. Ihr gebt euch mit der Dienerschaft ab. Nun, seine Unterhaltung ziehe ich der euren eben vor. Erzählt er euch etwa, dass er schon ein richtiger kleiner Ritter ist? Darf ich? Was meint er? Hoheit, warum wollt ihr wissen, was in der Schüssel ist? Weil ich Geheimnisse hasse.